Das ist die pinke, das pinke Auto dann hinten da. Das coole. Ja. Ich muss sagen, das ist die Schwuchtelkiste. Nein, das ist die Ladykiller-Karre. Ladykiller? Wie, wenn du die überfährst, die Ladies oder was? Also ja, vielen Dank. Ich hab sowieso nicht mehr viel. Das Auto eventuell auch, das hat auch einen leichten Schaden. Mein Kopf hat die scheiß Schaden, Alter. Ich hab keine Waffe mehr. Ja, dann bist du jetzt der Ansager. Du sagst den Leuten, was Sache ist. Dann werde ich wieder in den Haufen geknallt, da können wir den Mehrdecker direkt hier lassen. Ja. Los. Sagen wir, soll ich ihm Bescheid sagen, dass er eventuell gleich nochmal kommen muss? Los, du bist unser du bist unser Versuchskaninchen hier. Ja. Krieg ich eine Möhre? Sag mal, irgendwas eine ist Möhre. Programm hier gerade. Läuft hier schief. Vielen Dank. Ja. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Eine Möhre. Wünsche ich Ihnen auch. So, F12, alles klar. So, wir machen jetzt die Straße dicht. Aber ich würde sagen, wir machen das weiter vorne in der Kurve. Okay. Einer stellt sich hier hin und einer auf der anderen Seite, weißt du? Ja, ja. Komm mal mit, komm mal mit. Wir machen das da vorne in die Kurve, wo schön eng ist. Wo ist der Medikal eine Unfall geworden? Schön eng, ja. Ja. Aber die Zeiten sind vorbei, wenn die ersten Kinder gekommen sind. Helfen Sie mir. Ja. So, ich würde sagen, wir machen hier die Straße dicht. Okay. Ja. Einer hinter mir, direkt hinter mir. Los, du fährst hinter ihm. Ich stemme, ich lege mich oben auf die Lauer. Muss man denn alles selber machen? Deine Karre benutze ich auch mal kurz. Basti, du sagst dann den Leuten, das ist ein allgemeiner Verkehrsüberfall. Ich bin mal kurz weg. Basti, du musst da runtergehen. Basti. Wo ist der? Hier oben bei mir. Basti, was machst du da? Basti, komm raus jetzt, sonst gibt's richtig hier. Ich prügel dich gleich da runter. Er hat gesagt, er ist gleich kurz weg. Alter. Mach jetzt keinen Scheiß, ey, wenn jetzt jemand kommt, ne? Und der muss unbedingt sagen, das ist ein allgemeiner Verkehrsüberfall. Allgemeiner Verkehrsüberfall. Geil, Alter. Oh nein, ich hab schon wieder diesen Waffenglitch. Ah nein, ich weiß du was, ich muss jetzt mal gucken, wie viel Moon habe ich überhaupt noch? Neun habe ich noch. Wo ich das 45er her? Was ist denn das für eine Scheiße, Alter? Basti, bist du wieder da? Alter, wo ist Basti? Es kommt ein Quad. Muss sagen, Überfall, ne? Ja. Oh nein. Na, du hast nichts gesagt. Wieder da. Nee. Ja, weil Basti das sagen muss. Basti, los. So, nächste Fahrzeug wird angehalten, egal was, auch wenn es die Polizei ist. Und denk dran, du musst sagen, dies ist ein allgemeiner Verkehrsüberfall. Mhm. Sag einmal bitte stehen bleiben, das ist eine Sache. Werden wir alle sterben. Genau. Genau so sieht's nämlich aus, meine Freunde. Ich brauche eine erhöhte Position. Und ihr wisst aber, ne, wenn ihr Überfall macht, ne? Und die Hände heben, genau. Dürfen wir sie nicht erschießen. Genau. Und dann schlägst du den ja mit der Waffe nieder. Weißt du, wie das geht, ne? Ja, Shift G. Genau. Und dann kannst du ihn nämlich ausrauben. Dann nimmst du nämlich das ganze Geld von ihm. Sonst geht das nämlich auch gar nicht. Normal auf anderen Servern droppen die ja das Geld. Wenn du die über den Haufen schießt, dann liegt das da. Aber hier ist das, glaube ich, nicht so. Deswegen haben wir bisher noch nichts gekriegt. Stehen bleiben, das ist ein Überfall. Ich schreibe mal den anderen kurz. Lol, das Häschen steht auf und hebt seine Pfötchen hoch. Warte mal, Spielernachricht. Nein, ich kann ihn nicht erschießen. Hüpf weiter. Siehst du das Häschen auch? Nein, das ist bei jedem anders. Ach, ich wollte mal fragen, ob sie das mittlerweile geändert haben, aber das war ja früher auch schon so. Hört sich nicht gut an.
Du! Der Typ, der gerade uns auf dem Quad vorbei ist, der hat mir ein bisschen Sorgen gemacht. So mit Vollgili und so, weißt du? Ein Rebell war das nämlich. Die haben nämlich richtig Sniperwaffen. Der kann sich oben bei der Mühle hinlegen und kann uns so wegzimmern. Gut, dass du nichts an den Überfall gesagt hast. Dann darf er nämlich bis jetzt nichts machen. Aber ich schwör's dir, hättest du jetzt Überfall gemacht, der hätte sich da oben hingelegt und der hätte uns so weggeknipst. Kommt irgendwas angefahren? Ja, ein Truck. Truckboxer. Jo. Los jetzt, Überfall. Und dann. Oh, zu spät. Ja, die fahren hier so durch, das bringt auch nichts. Der hat einen Unfall gebaut. Echt jetzt? Der hat da hinten einen Unfall gebaut. Okay, los, Händler. Hier. Der hat eine Waffe. Echt jetzt? Ja, der hat eine Waffe. Mach keinen Scheiß. Überfall den. Der hat eine Waffe. Nimm den rennst Waffe. Du ihm hin, rennst du ihm hin und jetzt rede, versuch mit ihm zu reden. Hast du ein Repair-Kit? Mach jetzt Überfall. Ja. Sag, er soll die Waffe runternehmen. Ja, die Waffe ist unten. Okay. Sag, er soll die Hände über den Kopf nehmen. Ja, okay. Sag, das ist ein Überfall. Dann sag ich jetzt mal, tu mal bitte die Hände über den Kopf, das ist ein Überfall. Umstellt. Shift T. Geh mal ein bisschen rechts, geh mal ein bisschen rechts, geh mal ein bisschen rechts. Ah, ja, okay. Er hat die Hände oben, Alles klar. Okay, ich komm. Oder geh du hin, schlag du ihn wieder. Ja, aber ich komme. Ich komme. Hast Denk du Geld dabei? Hast du Geld dabei? Müssen wir dir leider wegnehmen. Jo. Warte, soll ich machen? Da waren Rebellen. Macht nix. Wir fahren weiter. Fahren weiter. Okay. Ja, denk dran, sag ihm, dass er sein... Oh, ich weiß nicht, wie das geht. Entschuldigung, das ist mein erster Überfall. Ja, hau ihn nochmal um. Hau ihn nochmal um. Ja, hab sein Geld, oder? Ja, ja 17.500. Sag zu ihm, er soll seine Waffe am Boden liegen. Und noch eine Kleinigkeit. Mit Magazin. Du schmeißt jetzt bitte deine Waffe mit Magazin auf den Boden. Oder ich bin gezwungen, dir von hinten in den Rücken zu schießen. Danach darfst du gehen. Irgendwas kommt da. Ist das okay für dich? Weiterfahren bitte. Weiterfahren. 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 Okay, ich werde mich jetzt 5 Meter hinter dich stellen. Du wirst weiter nach vorne gucken. Solltest du dich in meine Richtung drehen, wenn... Der ist stehen geblieben. Nein. Achtung. Der Typ ist stehen geblieben. Habt ihr die Waffe? Habt ihr die Waffe? Nein, noch nicht. Also leg die Waffe jetzt auf den Boden. Ja, ist okay. Ist okay, ist okay. Waffe auf den Boden. Hallo? Ja, warte. Hast du? Ja, hab ich. Oh, ab zum Auto und weg. Dann wünschen wir noch einen schönen Tag. Tschüss. Ab zum Auto und weg. Die kommen nämlich da hinten. Die hören ja alle zusammen. Schnell ins Auto und weg. Basti, was hast du für eine Waffe? Die ich von eben auch hatte. So. Fahren hier die erste links erstmal rein. Wo bist du denn? Hier, die erste links bin ich reingefahren. Ja, Basti ist weitergefahren, glaube ich. Achso, okay, warte. Nee, Basti? Ah, nee, da ist er. Ja, der ist hinter uns, genau. Okay. Dann verstecken wir uns erstmal hier in der Stadt und ratschlagen uns erstmal. Okay, das war ein sauberer Überfall, sehr sauber. Er hat auch sehr gut kooperiert, finde ich. Mhm. Ja, deswegen habe ich ihn auch nicht die Karre weggenommen. Ja, ja, genau, das ist schon okay. Das ist alles. Man muss auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Alles sauber gelaufen, Mädels. Also, pass auf, wir müssen mal hier kurz beratschlagen. Ich habe sowieso nicht mehr viel Sprit. Okay. Hast du Munition war auch dabei oder was? Ja, hatte ich noch. Ah, hattest du noch. Was für eine Waffe hast du denn? Eine Pistole wieder. Na okay, besser wie nix. Ja, habe ich ja auch noch. Okay. Jetzt müssen wir mal eben überlegen, wo sind wir denn jetzt überhaupt hier? Also ich würde jetzt sagen, wir überfallen noch eine Tankstelle. Na, das bringt doch alles.
Und zwar die beiden Richtung Eisenmine und Tabakhändler. Dann machen wir das parallel. Hab ich bei euch auch einen schwarzen Rucksack? Ey, wir machen jetzt 3 Tankstellenüberfälle auf einen Schlag. Was haltet ihr davon? Nein, das ist scheiße. Nicht an der Hauptstraße. Da fahren die Bullen alle vorbei. Wir fahren oben zur Klosterbrauerei. Und dann kannst du dir die Kohle von mir jetzt einstecken. Was für eine Klosterbrauerei? Oben. Bei ja, fahr vor, wir fahren nach. Alles klar, warte. Ich muss es eben markieren. Oh, wie weit ist das weg? Jetzt kommen wir nicht mit 100 10 nein, Kilometer ist, nein, oder nein, 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 nein. Also 2-3 Kilometer mache ich noch und dann habe ich keinen Bock mehr. Warte. Also hier über den Berg geradeaus, über den Berg hier. Patrick. Meine auch. Wenn man hier runterschalten könnte, wäre das viel geiler. Mhm. Fährt hier bestimmt im 6. Gang hoch oder so, ey, ohne Scheiß. Bitte? Bestimmt. So, denk dran, bergab müssen rennen, ne? Und die Steine achten. Können von mir aus auch vorne zur Straße fahren, das ist eine Straße. Wer mit Liebe. Baum. So wie bei Simpsons, ne? Baum, Stein, Ast. Oh, Baum, Stein, Ast. Traum mit Kinderwagen. Oh, Alter. Ich wusste nicht, welches ich nehmen sollte. Das mit dem Geld überfallen war zu schnell, Alter, wenn er am Boden gelegen welche, hat. Welcher war das denn? Welche Taste ist denn das? Nein, welcher Slot war das von oben? Das waren 4 Optionen, die ich hatte. Ja, das ist der ganz unten war Person ausrauben. Muss halt schnell machen. Hier, da ist einer. Ja. Achtung. Wer ist das denn? Wo? Auf der Straße steht er. Wer ist das denn? Wo steht einer? Hier. Steht genau auf der Straße. Hallo? Ich weiß nicht, wo ihr seid. Achso, hier seid ihr schon, Alter. Hallo. Was ist mit Ihnen los? Wer ist denn das? Keine Ahnung. Da, ja, dann brauchen wir ihn jetzt mal aus. Los. Hilft mir glaube ich nicht, wenn er AFK ist, oder? Ist doch egal, ist doch seine Schuld. Da kommt noch ein Auto. Kommt was? Oh. Das ADAC, ne? Oder wer war das? Ne, einfach nur so. Okay. Ja, pass auf, Kumpel. Ja, pass auf, Kumpel. Auch wenn du jetzt AFK bist, ne, das ist mir futzpip egal. Ich mach das jetzt als Aufzeichnung für den Kumpel hier. Das ist jetzt ein Überfall. Ich werde dich jetzt einmal K.O. schlagen, dir dein Geld abnehmen und dann gehen wir weiter. Sauber. Und? Ah. 39.000. Alter, geil. Mal eben kurz. Alter Schwede. Ich hab jetzt Bast? Dann 50.000 ja, dabei. Ja, Basti, die nächsten lässt du mich mal machen. Ja, danke. Ja, du kriegst das Geld. Das ist den, was ist das denn? Den Shift G und dann? Maus ganz runter scrollen. Ah. An der Fass. Da rechts steht auch einer. Wo? Arsch mich jetzt nicht. Wo sind wir denn? Das ist ein Händler, glaube ich, wo wir sind. Ah nein, das ist ein Händler. Ja, Drogenhändler. Los, weg hier. Fahren wir zur Tankstelle geradeaus, hinter mir her. Ich denke gerade, da steht einer. So viel Glück kann man gar nicht haben. Da noch 39.000 dabei, ey, weißt du? Er war jetzt gerade kurz kacken, Alter, und dann kommt er wieder. Ah, oh, scheiße, die ganze Kohle weg, ey. Mist. Das weiß der noch nicht mal. Du sitzt auf dem Klo und rechnet schon, oh, gleich schön eine Waffe kaufen für 40.000. Nee, dann läuft er extra zum Waffenhändler hin, weißt du? Ah, geil, Alter. Weiß von nix, weiß von keinem Überfall, läuft da hin und denkt, wo ist denn mein Geld hin? Was willst du jetzt hier machen? Du wolltest an die Tankstelle fahren, hallo? Ja. Was willst du hier machen, Alter? Wo sind wir? Tankstelle. So. Ich supporte hier. Ich Basti, ich diesmal, okay? Ja, mach doch. Man denkt dran, das dauert richtig lange, ne? Ich hätte das Auto, hätte ich auch versteckt. Alter, wie lange dauert das denn? Basti, hast du überhaupt schon meinen YouTube-Kanal eigentlich schon abonniert? Ja, klar. Wie viel geliked. Und wie viele Abos hast du mir schon besorgt?
Also ich weiß nichts von deinem YouTube-Kanal. Ja, dann kannst du dir den ja mal angucken. Meine ganzen altes Live-Folgen. Sag mal, auf welchen Servern hast du schon so gespielt, wenn ich fragen darf? Nur, ich habe mal ganz langer Zeit mal... Andere Frage, hast du schon mal auf Blood Brothers gespielt? Na, Pirates habe ich gezockt, Brudis und noch so ein paar andere, aber... Auf Blood Brothers war ich eine richtig große Nummer, dass der Server quasi mir gehört. Echt? Da hatte ich den größten Clan. Oha, ich fall gleich vor dir auf die Knie, warte mal kurz. Nee, ich hab ohne Scheiß, ich hatte hinterher über 500, 800 Miller. Ich hatte jeden Helikopter fast 20, 30 Mal und hab eine Farm-Connection gehabt. Ich hab die Leute für mich farmen lassen und die durften halt 70% behalten von dem, was sie gefarmt haben. Hm. Und haben 30% an mich abgedrückt, nur weil sie meine Helis benutzen durften. Hm, und so wurde ich immer reicher. Und irgendwann wusste ich dann nicht mehr, was ich machen sollte. Und dann ging's los. Dann schrieb mich einer an, ey, du hast doch so viel Geld, ne? Ich sag, ich bin relativ neu hier und brauch ein bisschen Startgeld. Ich sag, wie viel brauchst du denn, ne? Ja, ich so, kann ich dir leihen? Er so, ja, ich will mir das nicht leihen. Ich so, schenken werde ich dir das nicht. Ja, so, was hältst du davon, wenn ich 20 Millionen für 10 Euro PaySafeGuard abkaufe? Und dann ging's los. Dann habe ich innerhalb von 3 Wochen über 400 Euro gemacht. Und dann schrieb mich einer an, ja, ich habe gehört, du verkaufst Geld für PaySafe. Ich so, ja, ja, komm mal TS sowieso, ne? Ja, Mogul. Server-Admin. Du hast jetzt folgende Möglichkeiten. Entweder zahlst du uns die gesamten Geldbeträge aus, wir haben nämlich alle deine Logs an jedem Player, wo du 20 bis 40 Millionen über...